kleines Boot zu springen. Da kommen die mit ganz vielen Booten. Dann reicht das nicht mehr, dem beim Absaufen zuzugucken. Da müssen wir was einfallen lassen. Und das ist doch die Diskussion, die eigentlich geführt werden muss, oder? Wie gehen wir mit diesem Wissen um, dass die Ressourcen der Welt endlich sind, dass nicht alle so leben können wie wir? Was ist die Konsequenz? Teilen die Reichen in Deutschland mit den Ärmeren in Deutschland? Teilt das reiche Deutschland mit den ärmeren Ländern in Europa? Teilt das reiche Europa mit den ärmeren Ländern der Welt? Oder schotten sich die Reichen jeweils ab? Die Reichen in Deutschland, das reiche Deutschland in Europa, das reiche Europa von der Welt. Das ist die Diskussion, die geführt werden muss. Und da gibt es nur eine Partei, die hat eine klare Meinung. Das ist die AfD, die kennen Sie, die Affen für D-Mark. Die sind für die Abschottung. Und das findet immer mehr Anhänger. Abschottung ist super, ne? Wir gehen auf die Burg, ziehen die Zugbrücke hoch und dann Inzest und alles ist wunderbar. Ne? Monokultur war noch immer das Erfolgreichste auf der Welt. AfD, das ist gnadenlos. Die Arbeiter wählen jetzt AfD aus Protest. Das ist kein Wunder, die AfD hat ja Hans-Olaf Henkel an der Spitze, der alte Arbeiterführer. Ne? Der Chef der AfD, Herr Lucke, hat in der Finanzkrise gesagt, wir müssen die Löhne der Arbeiter senken, um aus der Krise zu kommen. Weiß der Arbeiter das? Nein, er liest ja nur Bild-Zeitung. Und dann kommen die Leute und sagen, ja, Nazis sind sie nicht, die AfD-Leute. Das ist Quatsch, das dürfen sie nicht sagen. Es sind keine Nazis, weil dann wären sie ja Sozialisten. Sie sind aber das Gegenteil, sie sind Kapitalisten, durch und durch. Das ist neoliberaler Kapitalismus vom Allerfeinsten, die AfD. Im Grunde ist die AfD eine Mischung aus FDP und NPD, von beiden das Schlimmste. Nationalkapitalisten, meine Damen und Herren. Und die reden den Leuten einmal, wenn die D-Mark wieder haben, da geht's nach vorne, eine starke D-Mark, wir brauchen die starke D-Mark wieder. Wir sind Exportnation, das ist Ihnen schon klar, ne? Haben Sie mitbekommen, was die Schweiz gerade für Probleme hat? Der Franken ist so stark, dass die Exporte einbrechen. Die Schweizer Wirtschaft stöhnt unter dem starken Franken, aber wir wollen eine starke D-Mark haben. Bis 13 ist nicht jedermanns Sache, ich weiß.